aber gar nicht so richtig glauben können im Ziel. Ideales heute halt Motivation schon ein zusätzlicher. Auf jeden Fall. Also ich war gestern schon total glücklich, weil jetzt die letzten Wochen doch dann ab und zu mal zum Zweifeln angefangen, weil es irgendwie gar nicht so funktionieren wollte, wie ich mir das vorgestellt habe, wie es im Training angegangen ist. Und dass es dann gestern endlich mal geklappt hat, da war ich schon sehr froh. Und natürlich hat diese Motivation, wenn man die Quali geschafft hat, und dann kommen wir einfach am Freitag die Rennen hin. Ich muss zugeben, dass ich mich auch als Experte geoutet habe und habe gesagt, naja, heute viermal schießen, da wird es nicht gerade nach vorne spülen, die Efi. Ich habe es nicht zugetraut, aber es war ein richtig tolles Schießergebnis, obwohl die Bedingungen gar nicht so einfach waren. Ja, es war nicht ganz einfach, aber mit meinem Schießen bin ich trotzdem nicht ganz zufrieden. Der ein oder andere Fehler sollte schon weniger werden, vor allem die zwei am Schluss, das ist dann auch ärgerlich. Aber im Laufe ist es super gegangen und dann habe ich einfach so gut verzweifelt. War das jetzt der berühmte Schalter, der im Kopf dann irgendwann umgefallen ist? Das heißt, jetzt geht man mit einem anderen Selbstbewusstsein ran, läuft man auch da, wie die Konkurrenz vielleicht noch ein bisschen anders anschaut als noch vorher. Du warst ja im Prinzip, obwohl du ja mit einer der ältesten im Feld ist, was ja kein Geheimnis, warst du schon der Lehrling hier im Weltcup. Ja, das bin ich immer noch. Die anderen sind doch schon um einiges erfahrener wie ich. Aber ich hoffe, dass das der Schalter war, der umgelegt ist. Und man kann natürlich dann auch viel lockerer liegen, wenn einfach mal Ergebniskinder ist. Und dann die ganzen Kritiker einmal stillsagen. Und ja, dann kommen wir einfach befreit in die und ja, ist alles ein lockerer Sinn. Ihr habt gerade erwähnt, zum vierten Mal bei Olympischen Spielen in Salt Lake City ging es los. Gleich mit richtig schönen Medaillen um den Hals. Mit was für Erwartungen? Kann man überhaupt schon davon reden, dass du Erwartungen hast? War die Zeit schon genügend da, dass du dich jetzt mit diesem Thema, ja, ich bin in Sochi mit dabei, beschäftigt hast? Also damit habe ich mich jetzt nicht beschäftigt. Ich freue mich jetzt einfach nur, dass ich die Quali geschafft habe und dass ich mit dabei bin. Und mein Bier, dann ist so viel möglich. Und es ist viel nach vorne möglich, es ist viel nach hinten möglich, das geht ganz schnell. Das macht es ja also spannend und deswegen lassen wir es auf uns zurückziehen und schauen, was dann am Ende dabei rausgehen. Von welchem Lager kommen mehr Glückwunsch SMS? Aus dem Landlauflager oder aus dem Biathlon-Lager gestern? Die Biathleten sind ja fast alle da. Gut, von der Warm sind schon einige gekommen. Ich glaube, das hat sie gewagt. Bist du noch in Kontakt zu deinen ehemaligen Kolleginnen? Die haben ja heute auch eine relativ taffe Etappe bei der Tour de Ski gehabt. Morgen ist die Monster-Etappe hoch auf die Alpe Cervis. Bist du noch in Kontakt, motivierst sie und denkst dann vielleicht, wenn du auf dem Sofa liegst, boah, Gott sei Dank, dass ich morgen mit 12,5 Kilometer laufen muss und nicht da diesen Wahnsinnshügel. Ja, doch, wir haben schon noch in Kontakt und war ja letzte Woche auch schon da und habe alle mal wieder getroffen. Das war auch schön, mal wieder mit denen unterwegs zu sein und sie einfach einmal wieder zu sehen. Und ja gut, Alpischamis ist gerade was Besonderes, ist sau hart, aber ich bin doch froh, dass ich da bin, 12,5 Kilometer reichen. Vielen Dank.